Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. So, heute machen wir wieder Unboxing. Aber als erstes möchte ich mich bedanken, wollte eigentlich schon beim letzten Video machen, habe es aber wieder total vergessen. Für die neuen YouTube-Abonnenten. Ist Wahnsinn, was jetzt da auf die kurze Zeit so viele Abonnenten dazugekommen sind. Ich glaube, es waren über 40. Und das ist nicht schlecht. Da möchte ich mich ganz recht herzlich bei euch bedanken. Bei den neuen YouTube-Abonnenten und natürlich auch bei den alten, die mir noch geblieben sind. Ja, was rauche ich da? Ich rauche da einen, der passt jetzt da weg, St. Louis Flake Tabak von Huber in einer schönen Bulldog-Pfeife von Oliver Kamphausen. Ja, warum das Video mache? Aber jetzt muss ich schnell einen Schlückerl machen, weil man da jetzt gerade, man sieht ja noch, wie es noch dampft, einen Glühwein warm gemacht habe. Das ist schon gut heiß. Habt ihr auch schon Glühwein drungen? Denk schon, oder? Morgen ist ja schon der erste Silvester. Wow, das ist gut heiß. Ja, was ich euch gerne zeigen wollte, oder jetzt gerne zeige, übrigens der St. Louis ist ein ganz guter Tabak, also ich mag den gern. Super. Schöner, leichter Tabak mit schönem Fleck. Oh, bin immer noch nicht ganz fit von der Krankheit, aber es geht schon, geht schon. Jetzt sind es mittlerweile schon wieder 2 Monate her, wo ich in Pension bin. Wahnsinn, ja. Brutal, wie die Zeit vergeht. 2 Monate schon wieder. Ja, die erste Zeit habe ich eh nichts davon gehabt, weil da bin ich ja 1,5 Monate flach gelegen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne das Päckchen hier zeigen. Ich mache es einmal kurz auf. Ihr seht ja, es ist noch verschlossen, sonst dauert das Video zu lang. Ich mache mal kurz Pause und dann geht es weiter. So, jetzt geht es weiter. Und zwar, ihr seht, ich habe bloß die Plastikhülle weggemacht. Ist es eine Pfeife von Martin Petain. Das ist ein tschechischer Pfeifenmacher. Den habe ich jetzt die letzte Zeit immer beobachtet auf Facebook. Und da waren ein paar schöne Pfeifen dabei. Und dann habe ich mir gedacht, den muss ich mir anschreiben, ob er was hat. Und dann sind wir uns schnell einig geworden. Die habe ich heute bekommen, das Paket. Ist ruckzuck da gewesen von der Tschechei. Ich glaube drei, vier Tage. Also ist wirklich ruckzuck gegangen. Jetzt machen wir das da auf. Ihr seht, ich habe noch nicht reingeschaut. Und dann zeige ich euch gleich was dazu. So, wie ihr sehen könnt, super verpackt. Die habe ich mir gegönnt von meinem Weihnachtsgeld. Ich habe nur Weihnachtsgeld bekommen. Das kriegt man auch nicht von jeder Firma. So, jetzt einmal, wenn man Weihnachtsgeld. Also bloß bis Oktober arbeitet, dann ist es aus mit Weihnachtsgeld, wenn es das Ende November gibt. Gell? Aber da haben wir noch was bekommen.
Seht ihr? Schön verpackt, wirklich schön. Und ja, jetzt sage ich schnell mal was. Ich habe es mir da notiert. Ich schaue mir da immer kurz ab. Also der Martin Petain macht Tabakpfeifen seit 2021. Also das ist noch ein recht junger Pfeifenmacher. Aber man muss ja auch den jungen Pfeifenmacher oder den neuen Pfeifenmacher Chancen geben. Und das Pfeifenmacher lernt er bei Jan Klucek. Ich hoffe, dass ich das gut oder einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Und der Jan Klucek macht Jan Pipes, also ist Jan Pipes. Und der Martin, von dem ich diese Pfeife habe, muss ich wieder schauen, tschechischer Pfeifenbauer, und das ist jetzt so ungefähr, so, der weiß nicht so genau, seine 25. Pfeife, also wirklich noch ganz frisch. So, jetzt schauen wir mal da rein. Zack, bin selber total gespannt, also auf den Bildern hat sie wirklich sehr gut ausgeschaut, diese Pfeife. Ist ein ganz leichtes Pfeifer, hat so ein mittleres Füllvolumen. Müsstet ihr jetzt lernen, ihr müsstet dann auch schauen, ich habe da nicht alles da aufgeschrieben, 37 Gramm leicht, diese Pfeife. Und ihr seht, wirklich gut verpackt, ist eine Pfeife ohne Filter. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen. Ihr werdet bestimmt genauso überrascht wie ich. Und vom Gefühl her fühlt sie sich gut an. Ja, ja. Da, 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 da. Da ist das Pfeiferl. Schönes Mundstück. Weiß nicht, ob man das da so gut erkennen kann. Wirklich super leichtes Pfeiferl. Ich sage es euch einmal von allen Seiten. Ich werde dann noch Bilder anhängen. Also nicht gleich ausschalten, wie das Video zu Ende ist. Ich werde dann noch Bilder anhängen. Ist ein ja, gut mittleres Füllvolumen, diese Pfeife. Ich möchte mal schnell mal was ausprobieren, aber jetzt muss ich leider da schnell mal Pause machen, weil sonst bin ich ja aus dem Bild und ihr seht das dann nicht, was ich jetzt da meine. Moment bitte. Ah, so, bin schon wieder da. Ich habe mir jetzt bloß einen Pfeifenreiniger geholt. Und das mache ich immer ganz gerne, wenn ich Pfeifen kaufe ohne Filter. Schnickerl mal, weil sonst ist er wieder kalt. Und dann mache ich den Test jetzt. Lassen wir uns mal überraschen. Bin jetzt wirklich selber gespannt. Ich führe jetzt den Pfeifenreiniger hier ein im Mundstück. Weiß nicht, ob man es hier sieht, dann müsst ihr ohne Probleme hier rauskommen. Ja, man sieht es, seht ihr? Also die Bohrung ist gut, mittig gebohrt, also wirklich super. Weiß nicht, kann man nicht so gut erkennen, mittig gebohrt, man sieht es. Also das ist immer ganz wichtig, wenn das da durchgeht, der Pfeifenreiniger. Wenn man da doch einmal so einen Krümel drin hat, dann kann man das schnell mal durchstecken. Der Zug ist auch gut. Machen wir mal hier auf. Jawohl, schöner langer Zapfen. Ohne Filter. Schauen wir wieder rein. Man sieht, ich sehe jetzt da nichts. Muss ich mal gegen das Licht? Nein, keine Blitzer, nichts. Also das Grundstück ist da wirklich sehr gut verschachtelt worden. Also echt toll. Hier gestempelt mit Petain. Die Pfeife, naja, kann man nicht so gut erkennen, ich habe da ein schlechtes Licht hier im Wohnzimmer. Ja, hier ist da auch, das muss ich mir dann genau mal mit der Lupe anschauen, was da ist, so ein Zeichen drin, ich glaube auch, Parteien oder so, keine Ahnung, oder M, das muss ich mir noch mal genau anschauen. Nehmen wir es mal in den Mund. Wirklich gutes Pfeiferl, also
Gefällt mir ganz gut. Schöner Handschmeichler. Schönes, leichtes Pfeifchen. Also wirklich sehr schön. Wirklich super. Hier sieht man es verarbeitet. Also Mundstück gefällt mir auch ganz gut. Weiß nicht, kann man leider nicht so gut erkennen. Ist auch schön. Also wirklich tolles Pfeifchen. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, das war's schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch wieder so einigermaßen gefallen. Morgen haben wir ja einen ersten Advent. Ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen allen wirklich schönen ersten Advent. Genießt die starre Zeit, wie man so schön sagt in Bayern. Und ich habe jetzt mir mal selber mein Weihnachtsgeschenk schon gemacht. Und trinke jetzt gemütlich meinen Glühwein. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Albert 40.